Jodie, meine kleine Prinzessin. Oh, lass mich dich ansehen, Kleine. Oh mein Gott, was für eine wunderschöne junge Frau steht da jetzt vor mir. Genauso bezaubernd wie immer. Voller Sorgen und verloren. Wie bei unserer ersten Begegnung. Ned, du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst habe. Und? Wie geht's, Aiden? Oh ja. Schön, dich zu sehen, Bruder. Kommst du mit? Oh ja. Ich war besorgt. Sie suchen nach dir. Ich musste weglaufen. Ich hatte keine Wahl. Und du? Woran arbeitest du? Ich bin Chef einer Laborgruppe. Wir klassifizieren Typen von Existenzen, suchen verschiedene Spezies. Sowas in der Art. Es hat keine hohe Priorität, aber ich kann tun, was ich will. Tja. Wie geht's Nathan? Oh, er ist der Big Boss hier. Er leitet die DPA. Er hat es wirklich sehr weit gebracht seit der Zeit in unserem Labor. Gab es einen Durchbruch bei der Infrawelt? Oh, da stecken Millionen im Bau des neuen Kondensators. Der mächtigste, der je gebaut wurde. Natürlich war das erst möglich, als die Army mit ins Boot kam. Was ich dir erzählt habe. Hast du was rausgefunden? Am Tag deiner Geburt bekam eine Nora Gray ein Kind im DPA-Krankenhaus. Angeblich war es eine Totgeburt. Was weißt du sonst noch über Nora? Nicht viel. Ich weiß nur, dass sie bei einem DPA-Forschungsprogramm mitgemacht hat, vor etwa 20 Jahren. Auch sie war begabt. Und der Vater? Weißt du, ob es über ihn irgendwas gibt? Sein Name war Jonathan Nichols. Er starb vor der Geburt. Herzversagen. Mehr weiß ich nicht. Wo ist Nora jetzt? Sie wurde eingewiesen in eine psychiatrische Anstalt. Und zwar direkt nach der Geburt. Laut ihrem Profil müsste sie immer noch dort sein. Meine Mutter ist in einer Klapsmühle seit 24 Jahren? Ich meine, warum? Was war los? Es stand leider nicht in der Akte. Es tut mir so leid. Ich muss sie sehen. Jodie, ich weiß genau, was du fühlst, aber sie ist in einer psychiatrischen Anstalt. Du bekommst vielleicht nicht die Antworten, die du gerne willst. Ich suche nicht nach Antworten. Ich will sie einfach sehen. Ich meine, verstehst du nicht? Sie ist meine Mutter. Wenn ich ihr gegenüberstehe, sehe ich vielleicht, wer ich wirklich bin. Jodie. Das ist eine Hochsicherheits-DPA-Einrichtung. Und du wirst gesucht. Von jeder einzelnen Strafverfolgungsbehörde des Landes. Die werden dich da nicht einfach so reinlassen. Nichts wird mich davon abhalten, sie zu sehen. Cole. Du hast sehr viel riskiert, um mir zu helfen. Danke, Cole. Hey! Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich da ganz allein gehen lasse. Warte doch jetzt nicht im Wagen. Cole, warte! Ich
vermisst die Indianer. Wieso macht die nicht? Da kannst du später nochmal hin. Ich weiß, dass du dich verknallt hast in den einen. Nein, aber diese ganze... Du weißt ja, dass ich so total auf diese ganzen Indianerbräuche und so stehe. Ja, das stimmt. Also nicht auf die Monster jetzt da, aber... Nee, aber auf diese ganze... Ja. Diese Ausstrahlung, die sie haben. Nee, aber wie die sind vom Wesen. Dass die halt nicht so arschlochmäßig wie die normalen Menschen sind, sage ich jetzt mal. Also, das funktioniert immer. Hi, ich möchte zu Nora Gray. Kann ich erst Ihre Erlaubnis sehen? Nö. Erlaubnisschein? Gott, ich wusste, ich habe was vergessen. Tut mir leid, alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnisschein. Das wollen wir noch mal sehen. Kannst du da nichts machen? Ich habe jetzt eher gedacht, du könntest den PC explodieren lassen, aber so geht's auch. Ja, nun, mach schon. Ich dachte, du rufst damit jetzt die... Ich find's raus. Nee. Guck mal. Warte mal. Nach, wo die ist, wahrscheinlich. Ja, ja. Weil ich... Ist... Treffer! Level Nora 7? Gray, 7. Stock, Zimmer 53. Level 7. 53 oder was hat die jetzt gesagt? 7 und 53 ist das Zimmer. So weit, so gut. Aber sie gefällt mir jetzt besser von den Haaren als eben. Was jetzt? Aiden, öffne irgendwie diese Tür. So. Warte mal, ich muss es anders machen. Du musst zuerst die Wache ablenken. Ja, ich weiß. Gott, verdammt! Ist denn irgendwas hinter ihr? Ja, also hinten, ja, oder da, das wäre ganz gut. Ich kann den Knopf nicht mehr betätigen. Hä? Ich muss was anderes. Was ist hier noch? Das ist nur... Hier hinter, ja, da ist... Sehr gut, Aiden. Jetzt mach die Tür auf. Komm schon. Ich wollte mich jetzt auf den Boden robben, aber gut, so geht's auch. Ich hab nichts gesehen. Es muss irgendwas geben. Billardtisch. War irgendwas Blaues, oder? Nee, das sah nur so aus. Okay, da bei der Tür, denke ich mal, muss ich irgendwas machen, oder? Ah! Stopp! Mach erstmal die Kamera. Nein, er ist zu weit weg. Na toll. Was ist jetzt? Er muss das wahrscheinlich von da aus machen, oder so. Ist da denn hier ein Schalter, oder irgendwas? Es braucht nichts. Warte mal, ich kann auf der anderen Seite nochmal gucken, ob hier irgendwas ist. Da ist der Hintern von dem Typen. Der guckt da immer noch. Also hier drin kann ich auch nichts mehr machen sonst, ne? Warte mal, da ist doch irgendwas ist hier unten. Warte mal, auf der anderen Seite. Da auch. Ja, aber ich kann nur die Dinger... Wenn ich da mit der näher komme. Ach, okay. Komm.
Komm näher. Komm, komm, komm. So ist das jetzt angegangen, nachdem du mal draußen warst. Das ist ja auch doof. Ja, war komisch. Ja, nun geht. Ja, mal schon. Na, ich gebe euch die Karte mal. Viel Spaß. Du sollst irgendwas machen. Ja. Oder ich. Was sagst du, bin ich nicht? Nee, ich soll gegen die Wand laufen, damit ich betäubt bin. Und ich kann nichts machen, solange du noch drin bist, deswegen. Ja, ja. Das ist schön. Müssen wir aber die Karte. Och, okay. Oh, diese Perspektiven, Mann. Dreh dich doch einfach um und guck dann dementsprechend auch in die Richtung. Genau, nimm die Karte mit. Hä? Ja, die kriegt es nicht hin, wenn man das einmal kurz macht. Ja. Dann die Aktion noch auszuführen. Ich weiß nicht warum. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Was haben wir jetzt eben gesagt? 57 oder was war das? 47? 47? War das nicht 43 oder so? Nee, 37 war hier. War das 37? Scheiße. Nee. Geisteskranke machen mir Angst. Finden wir Zimmer 43 und dann weg. 43. Okay, wenigstens hat er aufgepasst. Ja, ich auch. Nur er. Achtung, die Kamera. Achtung, Achtung. Vielleicht sollte ich die da erstmal. Ja, aber ich gehe erstmal ein Stück zur Seite. Nicht, dass das da. War da vorher auch schon einer? Nee. Da hinten ist aber noch einer. Komme ich da hin? Ja. Andersrum, ja. Andersrum. 38. Muss noch weiter da hinten sein. Ich hab's gefunden, Jody. Ah, jetzt. Gut gemacht. Ja, warte. Hier ist keine Kamera, da können wir so rum. Ja, ja. Jody, ich bin hier. Nee, ernsthaft. Ja, genau, da ist eine Kamera, du Trottel. Darum geht es doch. Na, der hat aber jetzt ein schönes Bild. Aber der sieht immer total seltsam aus, ne? Der hat überall die weißen Augen irgendwie. Ja, ja. Ich warte hier. Jody. Du weißt, du musst das hier nicht machen. Sie bemerkt dich vielleicht nicht mal. Geh vielleicht lieber nicht rein. Doch, ich muss das machen, weil sonst hört das Spiel auf. Hm. Mama? Mom, ich bin's. Jody. Komm, die Oma sah genauso aus. Ja, aber dass sie die so unter Drogen gesetzt haben jetzt. Ich bin deine Tochter. Aber das machen die auf der geschlossenen überall. Ja, ja. Ist halt einfach, ne? Ich bin deine Tochter. Mir ein. So. Ich dachte, du musst ihr jetzt irgendwie. Wirklich toll, Nora. Die Mutter und der Vater, beide sind begabt. Ist Ihnen denn eigentlich bewusst, wie bedeutend das Baby ist? Das wird nicht möglich sein, Nora. Lassen Sie uns doch alles regeln. Es ist das Beste, Sie wissen das. Aber sie ist mein Baby! Bring sie mir! Ich hab's mir überlegt! Ich will mein Baby! Beruhigung, bitte! Bitte! Bring das ich Baby will hier raus! Sie sehen! Bitte, bitte, lass mich zu ihr! Ich will mein Kind! Sie besitzt womöglich auch spezielle Fähigkeiten. Sagen Sie nur, sobald irgendetwas Ungewöhnliches passiert. Erhöht die Dosis. Macht es so, dass sie nie wieder ihr Bewusstsein erlangt.
leid. Es tut mir leid. Es war meine Schuld. Was kann die denn für? Wieso macht sie den Tropfen nicht ab? Was willst du mir zeigen? Zerstör das Ding, Aiden! Zerstör es jetzt! Ich hab dich so vermisst, Joey. Ich hab dich so vermisst. Was ist passiert? Was haben sie mir angetan? Die Drogen, die ich bekam, hielten mich in dieser Hölle fest. Ich kann nichts, nichts dagegen tun. Ich warte nur auf das Ende. Nein, ich werde dich hier rausholen. Ich werde dir helfen. Das geht nicht, Jody. Es ist zu spät. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Nichts wird das je ändern. Schmuck hier. Tja. Aber können wir denn gar nichts mehr machen? Kannst du. Doch, du kannst doch nicht machen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oh. Ich hab jetzt eher mit dem Gegenteil gerechnet. Ich hab gedacht, du könntest die vielleicht nach draußen bewegen oder so. Das war jetzt, Ich werde immer bei dir sein. Andererseits muss man dazu sagen, sie hat ja auch gesagt, sie wartet nur darauf, ne? Ja. Weil wenn du da einmal unter Drogen gesetzt wirst, dann lassen die dich auch nicht mehr da raus. Hallo? Tut mir leid, Jody. Hey. Der uns niedergeschlagen hat, war dieses eine Arschloch, ne? Mhm. Was denn jetzt? Drücken oder halten? Könnt ihr euch mal entscheiden? Du musst dich hochziehen. Geh mal näher ran, ich will mir das mal angucken.
das was mit den Experimenten da zu tun, oder? Sieht so aus. Also wenn der Typ Kinder hat, ganz ehrlich. Kann ich nur sagen, herzliches Beileid für die Kinder. Kannst du hier irgendwas machen? Nee, kannst du gar nicht. Nee, bevor ich rausgehe oder so, gucke ich mal, ob du irgendwas machen kannst. Aber ich wollte erstmal gucken, ob ich irgendwo... Oder ist ja jetzt so nichts mehr, ne? Ich denke mal eher, dass wir rausgehen müssen, aber kann ja sein. Ja, am Tisch ist auch nichts. In den Bücherregalen vielleicht? Ne. Ne. Nee. Bonsai-Bäume. Auf der einen Seite finde ich sie schön, die jetzt hier nicht, diesen Sekal. Auf der anderen Seite, sie werden halt beschnitten, ne? Die müssen so weit, wenn jemand anders das will. Passt ja zu mir. Was ist das für eine... Ach, der, das fliegt, ach so. Und da, okay. Das ist wahrscheinlich so eine Kammer von denen. Der Kondensator mit der größten Kapazität, die es gibt. Beeindruckend, nicht? Nathan! Jodie, schön dich zu sehen. Ich hatte solche Angst, dass dir was zustößt. Wahrscheinlich. Hast du abgenommen? Du siehst so erledigt aus. Aber du bist am Leben. Komm, geh mir rüber zu mir. Jetzt sind sie wieder da drin. Setz dich. Toll. Hat sich ja voll gelohnt, rauszugehen. Ja. Und wie geht's dir? Ging schon besser. Der Schlag auf den Kopf war schmerzhaft. Ich habe ihnen gesagt, sie sollten dir nicht wehtun. Aber sie wollten sich auch nicht mit Eiden anlegen. Was war mit meiner Mutter, Nathan? Nora. Nora war labil. Sie hatte Angst. Sie war eine Gefahr für sich selber und das Baby. Meine Mutter hätte mir nichts getan. Das Risiko war ihnen zu groß. Und ich war nur ein Forscher bei der DPA, Jodie. Ich habe erst viel später erfahren, was da passiert ist. Wo ist Cole? Er ist daheim, es ist alles okay. Ich weiß, er wollte dir nur helfen. Keine Angst, es wird keine Konsequenzen wegen letzter Nacht geben. Warum hast du mir nichts erzählt über meine Mutter? Warum hast du alles verheimlicht, all die Jahre? Ich habe ja versucht, es dir zu sagen. Aber wie sagt man einem Kind, dass sein Leben nicht real ist? Also, habe ich für dich gesorgt, dich lieb gehabt, habe dich beschützt mit allem, was ich hatte. Und jetzt was? Du übergibst mich einfach an die CIA. Ist das der Plan, Nathan? Sie haben dich hierher gebracht, weil sie etwas für dich zu tun haben und sie wären dir sehr dankbar, wenn du es tun würdest. Du willst von mir, dass ich denen helfe, die mich töten wollten? Das ist es, was du von mir verlangst, Nathan? Hör zu, Jodie. Warum sollte ich dir zuhören? Du arbeitest für die und du hast mich angelogen über meine Mutter, über meine Eltern. Und wofür? Das Geld oder die Macht oder den Ruhm? Hör auf damit, du weißt, dass das nicht stimmt. Nein, ich weiß bald gar nichts mehr. Wir wissen, dass ein anderes Land die Infrawelt entdeckt hat. Sie glauben, man könnte sie kontrollieren und manipulieren. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Wenn diese Existenzen in die Welt kämen, weißt du, was das bedeutet, Jodie? Was hat das alles mit mir zu tun? Du kennst die Infrawelt besser als irgendwer. Das ist ein CIA-Job. Und damit bin ich durch. Sie bieten dir einen Deal an.
Wenn du das für sie machst, dann bist du raus und frei. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn sie ein Portal öffnen? Das wäre die Apokalypse. Du hast doch die Macht, das zu verhindern. Ja, der Gedanke gefällt mir nicht, nochmal mit denen zusammenzuarbeiten, aber er hat nicht ganz Unrecht, ne? Ja, das stimmt. Nach Dawkins gefragt, 72%, Wache abgelenkt mit dem Verteilerkasten, 83%. Ja, ich hätte jetzt mal einfach spontan gesagt, anders geht's auch nicht. Doras Leiden beendet, oh, wir sind eine von 72%, das ist schon heftig. Das ist viel, ja. Man weiß nicht, vielleicht waren die anderen genauso dumm wie wir, so nach dem Motto, vielleicht kannst du was mit dir machen, dass die da rausspaziert oder so. Ich mache Wiederbelebung da oder so, aber... Nee, ich habe gedacht, das sah ja so aus, als ob du die übernehmen kannst. Dann habe ich gedacht, du nimmst die mit, weißt du, bis ins Auto und dann nach und nach wirken die Drogen ja nicht mehr, ne? Wenn die länger mit uns dann unterwegs wären. So habe ich mir das jetzt gedacht, dass du die natürlich damit tötest. Das habe ich gemerkt in dem Moment, wo du gedrückt hast, weil es so rot geworden ist. Habe ich gedacht, okay, du bringst die, glaube ich, gerade um. Aber, also rot ist meistens immer schlecht. Das ist meistens immer, eigentlich hätte ich das dann nicht machen sollen oder, ja, weiß ich nicht. Namen des Vaters erfahren, haben nur 49%, okay. Vielleicht ist das auch, wenn du was anderes als erstes geklickt hast, dann sagen die das nicht mehr oder so, das weiß ich nicht. Zählen nicht mit Eiden erkunden, welche jetzt. Ach so, das hätten wir auch machen können. Mhm. Das wäre bestimmt lustig gewesen, doch. Okay, aber ich meine, gut, so knapp ein Drittel hat es auch nicht gemacht. Also wir sind nicht ganz allein. Die Medaille genommen haben 98%. Das ist aber schon krass, finde ich. Also es ist, ich meine, klar, wahrscheinlich, weil es angezeigt worden ist und man eh nicht weiß, was man dann macht. Aber 98 ist schon extrem viel. Ja, das stimmt.